Die Geralt und Ciri Saga. Staffel 5, Folge 18. Der Schwalbenturm. Ich habe große Augen, damit ich dich gut sehen kann, knurrte der eiserne Wolf. Ich habe große Pfoten, damit ich dich packen und umschlingen kann. Bei mir ist alles groß. Gleich wirst du dich davon eingehend überzeugen. Was schaust du mich so sonderbar an, kleines Mädchen? Warum antwortest du nicht? Die Hexerin lächelte. Ich habe eine Überraschung für dich. Florenz Delanoy. Die Überraschung. Aus dem Band Märchen und Volkssagen. Wenn die Bauern nicht gelogen haben, dann muss der See dort hinter der Anhöhe liegen, in einem Talkessel. Dorthin führt auch die Spur. Na, was stehen wir denn noch hier herum? Die Pferde angespornt und los. Nicht so schnell. Wir sollten uns teilen, den Talkessel einschließen. Wir wissen nicht, an welchem Ufer des Sees sie geritten ist. Wenn wir die falsche Seite wählen, kann sich plötzlich erweisen, dass uns der See von ihr trennt. Nur zu wahr. Der See ist zugefroren. Das Eis kann für Pferde zu schwach sein. Bonhard hat recht. Wir müssen uns teilen. Rasch gab Skellen die Befehle. Die Gruppe unter der Führung von Bonhard, Rience und Ola Haasheim, insgesamt 7 Pferde, galoppierte am Ostufer entlang, verschwand bald im schwarzen Wald. Gut, reiten wir, Silifant! Der Uhu merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Er wendete das Pferd, trieb es mit einem Peitschenhieb voran, ritt auf Joanna Selborn zu. Kenna nahm ihr Reittier zurück. Doch ihr Gesicht war wie von Stein. Das nützt nichts, Herr Untersuchungsführer. Versucht es erst gar nicht. Wir reiten nicht mit euch. Wir kehren um. Wir haben genug. Was? Wer ist wir? Was ist das? Eine Meuterei? Hinter Kenner stellten sich Andres Vierni und Till Eckrade. Der hellhaarige Elf.
Frau Selborn. Es geht nicht darum, dass ihr eine vielversprechende Karriere ruiniert, dass ihr die Chance eures Lebens vergebt und zunichte macht. Es geht darum, dass man euch dem Henker übergeben wird, zusammen mit diesen Dummköpfen, die auf euch gehört haben. Wer hängen soll, wird nicht ertrinken. Aber mit dem Henker solltet ihr nicht drohen, Herr Untersuchungsführer. Denn man weiß nicht, wer es näher zum Schafott hat. Ihr oder wir? Glaubst du? Zu dieser Überzeugung bist du gekommen, indem du schlau irgendwo irgendjemandes Gedanken belauscht hast? Ich hatte dich für klüger gehalten. Aber du bist einfach nur dumm, Frau. Mit mir gewinnt man immer. Gegen mich verliert man immer. Merke dir das. Und wenn du mich auch schon für erledigt hältst, werde ich noch Gelegenheit finden, dich aufs Schafott zu schicken. Hört ihr? Ihr alle! Mit rotglühenden Haken lasse ich euch das Fleisch von den Knochen reißen. Man stirbt nur einmal, Herr Untersuchungsführer. Ihr habt euren Weg gewählt, wir unseren. Beide Wege sind riskant und unsicher. Und man weiß nicht, wem das Schicksal was bestimmt hat. Ihr werdet uns nicht wie Hunde auf dieses Mädchen hetzen, Herr Skellen. Und wir lassen uns nicht am Ende wie Hunde totschlagen. Wie Neratin Zeka. Ach, genug geredet. Wir kehren um. Boreas, komm mit uns. Nein. Lebt wohl. Ich wünsche euch nichts Schlechtes. Aber ich bleibe. Ich diene. Ich habe geschworen. Wem? Dem Kaiser? Oder dem Uhu? Oder dem Zauberer, der aus der Schachtel spricht? Ich bin Soldat. Ich diene. Wartet! Hinter Dakre Silifans Rücken tritt Döfisey Kriel hervor. Ich komme mit euch. Ich habe auch genug davon. Gestern Nacht habe ich meinen eigenen Tod geträumt. Ich will nicht für diese lausige, verdächtige Sache krepieren. Verräter! Treuloses Pack! Elende Hunde! Dakre war rot wie ein Radieschen. Es sah aus, als werde ihm gleich das Blut aus dem Gesicht spritzen. Der Uhu schaute noch immer Kenner an. Und seine Augen waren ebenso widerwärtig wie die des Vogels, von dem er den Spitznamen hatte. Halte den Mund. Sie haben ihren Weg gewählt. Du hörst doch. Da gibt es nichts zu schreien und Spucke zu vergeuden. Aber wir treffen uns noch. Eines Tages. Das verspreche ich euch. Vielleicht sogar auf demselben Schafott. Denn euch, Herr Skellen, werden sie nicht mit den edelgeborenen Fürsten hinrichten, sondern mit uns, dem Pöbel. Aber ihr habt recht. Da gibt's keine Spucke zu vergeuden. Wir reiten. Mach's gut, Boreas. Macht's gut, Herr Silifant. Und dem, was ich gesagt habe, habe ich nichts hinzuzufügen, hochwohlgeborenes Tribunal. Der Vorsitzende des Tribunals schaute von oben auf sie herab. Sein Gesichtsausdruck war undurchdringlich, die Augen grau und gut. Ach, was soll's, dachte Kenner. Ich versuch's. Man stirbt nur einmal. Alles oder nichts. Ich werde nicht in der Zitadelle verfaulen und auf den Tod warten. Der Uhu hat nicht in den Wind geredet. Der kann sich sogar noch aus dem Grabe rächen. Was soll's? Vielleicht merken sie es nicht. Alles oder nichts. Sie legte die Hand an die Nase, als wolle sie etwas wegwischen. Sie schaute dem Vorsitzenden des Tribunals geradezu in die grauen Augen. Wache! Bitte die Zeugin Selborn zurück in die...
in die Kanzlei zu führen. Die entsprechenden Dokumente ausstellen und freilassen. Die Zeugin Selborn wird vom Gericht nicht mehr benötigt. Kenna wischte sich heimlich einen Tropfen Blut weg, der ihr aus der Nase rann. Sie lächelte zauberhaft und bedankte sich mit einer leichten Verbeugung. Sie sind desertiert? Die Nächsten sind desertiert? Einfach so davongeritten? Skellen, du hast das zugelassen? Na, wenn sie uns verpfeifen... Werden sie nicht, weil ihnen selber ihre Köpfe lieb sind. Als ich Kriel ihnen angeschlossen hatte, blieben mir nur noch Dacke und Moon. Und sie waren zu viert. Vier. Vier sind gar nicht so viel. Sobald wir das Mädchen eingeholt haben, reite ich ihnen nach und füttere die Raben mit ihnen. Im Namen gewisser Prinzipien. Erst einmal müssen wir das Mädchen einholen. Boreas, achte auf die Fährte. Den Talkessel füllte eine dichte Nebelglocke. Doch sie wussten, dass unten ein See lag. Denn hier, in Miltrachta, lag in jedem Tal ein See. Der aber, zu dem die Hufspur der Rappstute führte, war zweifellos der Gesuchte, der, den zu suchen sie Vilgefortz geheißen hatte, den er ihnen genau beschrieben hatte und dessen Namen er genannt hatte. Tarn Mira. Der See war schmal, nicht breiter als ein Pfeilschuss, als leicht gekrümmter Halbmond zwischen hohe, steile Hänge gezwängt, auf denen schwarzer Fichtenwald wuchs, schön mit weißem Schnee überpudert. Über den Hängen lag eine Stille, dass es schon in den Ohren klang. Selbst die Krähen waren verstummt, deren unheilverkündendes Gekrächze sie seit gut einem Dutzend Tage auf dem Wege begleitet hatte. Das ist das Südende. Wenn der Zauberer die Sache nicht vermasselt und nichts verwechselt hat, befindet sich der magische Turm am Nordende. Acht auf die Fährte, Boreas. Wenn wir die Spur verlieren, trennt uns der See von hier. Die Fährte ist deutlich und frisch. Sie führt zum See. Vorwärts! Nach unten! Sie ritten den Hang hinab. Vorsichtig hielten die schnaubenden Pferde zurück. Sie drangen durch das schwarze, kahle, vereiste Gebüsch, das den Weg zum Ufer versperrte. Von Harz Brauner trat vorsichtig auf das Eis, brach knirschend die aus der glasglatten Fläche hervorragenden Schilfhalme. Das Eis begann zu knistern. Unter den Hufen des Pferdes liefen sternförmig lange Risse auseinander. Von Harz zog die Zügel an, wendete das schnaubende Tier zum Ufer. Zurück! Absetzen! Das Eis ist zu dünn. Nur am Ufer, im Schilf. Und sogar hier ist es an die anderthalb Zoll. Das trägt die Pferde allemal. Da ist nichts zu fürchten. Skellens Grauschimmel war ausgeglitten, auf die Hinterkeulen gefallen. Die Beine rutschten ihm auseinander. Skellen gab ihm die Sporen. Sein Fluch wurde vom scharfen Knacken berstenden Eises begleitet. Der Grauschimmel begann mit den Vorderhufen zu stampfen. Die hinteren, eingebrochenen, zappelten in dem Loch, zerschlugen die Eisdecke und wühlten das unter ihr hervorquellende dunkle Wasser auf.
Der Uhu sprang aus dem Sattel, riss an den Zügeln, glitt aber aus, fiel der Länge nach hin und hatte Glück, dass er nicht unter die Hufe seines eigenen Pferdes geriet. Zwei Gämmerer, ebenfalls schon abgesessen, halfen ihm beim Aufstehen. Ola Harsheim und Bert Brickton zogen den wiehernden Grauschimmel ans Ufer. Absetzen, Jungs. Wir wollen kein Risiko eingehen. Wir werden das Mädchen zu Fuß einholen. Sie ist auch abgesessen. Geht auch zu Fuß. Nur zu wahr. Das sieht man. Nur direkt am Ufer, wo die Äste überhingen, war die Eisdecke glatt und halb durchsichtig wie dunkles Flaschenglas. Man sah darunter das Schilf und braun gewordene Wasserpflanzen. Weiter draußen lag auf dem Eis eine dünne Schicht nassen Schnees. Und darin sah man, soweit der Blick im Nebel reichte, dunkle Fußspuren. Rions warf eilig die Zügel über einen Strauch. Ha, wir haben sie! Sie ist doch nicht so schlau, wie es aussieht. Sie ist auf dem Eis gegangen, in der Mitte des Sees. Wenn sie eins von den Ufern gewählt hätte, den Wald, wäre es schwierig gewesen, sie einzuholen. In der Mitte des Sees. Gerade auf der Mitte des Sees führt der kürzeste und einfachste Weg zu diesem magischen Turm, von dem Wilgefortz gesprochen hat. Sie weiß davon. Moon, wie viel Vorsprung hat sie? Eine halbe Stunde, nicht mehr. Es wird wärmer, aber die Spur ist nicht verwischt. Man sieht jeden Nagel in der Sohle. Der See zieht sich mehr als 5 Meilen nach Norden hin. Das hat Wilgefortz gesagt. Wenn das Mädchen eine halbe Stunde Vorsprung hat, ist sie ungefähr 1 Meile vor uns. Auf dem glatten Eis? Weniger. 1/2 Meile. Allerhöchstens. Umso besser. Marsch! Marsch! Aufs Eis und vorwärts Marsch! So schnell wie möglich! Sie entgeht uns nicht. Nur nicht die Spur verlieren. Und dass sie uns in diesem Nebel nicht in die Irre führt. Weiß wie Milch. Keine 20 Schritte weit sieht man, verdammt. Bewegt die Latschen. Schneller, schneller. Solange der Schnee auf dem Eis liegt, folgen wir den Spuren. Die Spuren sind frisch. Ganz frisch. Man sieht jeden Nagelabdruck. Sie ist direkt vor uns. Direkt vor uns. Warum sehen wir sie nicht? Und warum hören wir sie nicht? Unsere Schritte dröhnen auf dem Eis. Der Schnee knirscht. Warum hören wir sie dann nicht? Weil ihr quasselt. Weiter, Marsch! Boreas Moon nahm die Mütze ab, wischte sich damit über die schweißnasse Stirn. Sie ist dort. Im Nebel. Irgendwo dort im Nebel. Und man sieht nicht wo. Man sieht nicht, woher sie zuschlägt. Wie dort. In Dundare. In der Nacht von Sauvine. Mit zitternder Hand zog er das Schwert aus der Scheide. Der Uhu sprang zu ihm hin, packte ihn bei den Schultern, schüttelte ihn kräftig. Halt die Fressluke, alter Dummkopf! Es war schon zu spät.
Das Entsetzen hatte sich den anderen mitgeteilt. Sie zogen ebenfalls die Schwerter, stellten sich instinktiv so, dass sie einen Kameraden im Rücken hatten. Ah, sie ist kein Gespenst. Sie ist nicht einmal eine Magierin. Und wir sind zu zehnt. In Dundare waren es vier und alle betrunken. Auseinander. Nach links und rechts eine Linie bilden. Und als Kette vorgehen. Aber so, dass ihr einander nicht aus den Augen verliert. Du auch? Dich hat es auch erwischt, Bonhard? Ich habe dich für weniger abergläubisch gehalten. Zur Linie ausschwärmen. Abstände einhalten. Ich kehre um. Das Pferd holen. Was? Verdammter! Lass! Soll er gehen. Wir aber wollen keine Zeit verlieren. Eine Kette bilden. Bert und Stiegwart nach links. Ola nach rechts. Wozu das, Skellen? Wenn alle im Haufen gehen, kann das Eis unter ihnen eher brechen als unter einer auseinandergezogenen Kette. Außerdem ist, wenn wir als Kette gehen, die Gefahr geringer, dass uns das Mädchen irgendwo seitlich entwischt. Seitlich? Wie denn? Die Spuren vor uns sind deutlich zu sehen. Das Mädchen geht pfeilgerade. Wenn sie versuchen würde, einen Haken zu schlagen, würde das die Fährte verraten. Genug geredet. Vorwärts. Es wird wärmer. Das Eis schmilzt von oben her. Es bildet sich eine Wasserschicht. Der Nebel wird dichter. Aber die Spuren sind immer noch zu sehen. Außerdem scheint mir das Mädchen langsamer zu gehen. Sie verliert Kraft. Wie wir auch. Still! Habt ihr das gehört? Was war das? Ich habe nichts gehört. Ich schon. Eine Art Knirschen. Ein Knirschen auf dem Eis. Aber nicht von dort. Irgendwie von links. Von der Seite. Ich habe es auch gehört. Der U wandte den Blick zurück. In den Nebel, in dem Bonhard verschwunden war. Aber jetzt ist es still. Verdammt, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Die Spuren. Wir sehen immer noch ihre Spuren. Habt ihr keine Augen? Sie geht schnurstracks geradeaus. Wenn sie einen Schritt zur Seite abbiegen würde, auch nur einen halben Schritt, würden wir das an den Spuren sehen. Marsch, schneller! Gleich haben wir sie. Ich verbürge mich dafür. Gleich sehen wir... Scheiße! Zehn Schritt vor ihnen, gerade an der von der Milchsuppe des Nebels gebildeten Sichtgrenze, hörten die Spuren auf. Sie verschwanden. Hölle und Pest! Was ist? Ist sie weggeflogen oder was? Nein, sie ist nicht weggeflogen. Schlimmer. Kacke, verdammt! Seht, die Rillen. Schlittschuhe. Sie hatte Schlittschuhe und hat sie angezogen. Jetzt wird sie wie der Wind übers Eis sausen. Wir holen sie nicht ein. Wo das ihn der Teufel hole, bleibt Bonhard. Ohne Pferde holen wir das Mädchen nicht ein. Skellen knöpfte sich langsam den Mantel auf, legte das quer über die Brust verlaufende Bandelier mit der Reihe der Orions frei.
Wir werden ihr nicht nachjagen müssen. Sie ist es, die uns einholen wird. Ich fürchte, wir brauchen nicht lange zu warten. Hast du den Verstand verloren, Skellen? Bonhard hat das vorhergesehen. Darum ist er umgekehrt, um das Pferd zu holen. Er wusste, dass uns das Mädchen in eine Falle lockt. Achtung! Lauscht auf das Knirschen von Schlittschuhen auf dem Eis. Jungs, Achtung, aufpassen! Und einen Haufen bilden, einen Haufen, dass ihr euch nicht im Nebel verliert. Halt den Mund! Still sein! Absolute Stille, sonst hören wir nicht... Bert! Bert! Was ist dort los? Hals über Kopf kam Bert Brickton aus dem Nebel gerannt. Stigwart! Als er schon nahe war, rutschte er aus, fiel hin, glitt auf dem Bauch übers Eis. Mit Mühe stand er auf. Sie hat Stigwart erwischt, hat sie niedergehauen. Im Vorbeilaufen. So schnell, dass ich sie kaum gesehen hab. Eine Zauberin. Scheiße. Silliphant und Moon, beide mit dem Schwert in der Hand, drehten sich um, starrten in den Nebel. Wo kommt das her? Woher? Still! Der Uhu nahm einen Orion in die Hand. Wohl von rechts. Ja, von rechts. Sie kommt von rechts. Vorsicht! Der am rechten Flügel gehende Gämmerer wandte sich um und rannte blindlings in den Nebel, patschte durch die schmelzende Eisschicht. Er kam nicht weit, nicht einmal außer Sichtweite. Sie hörten das scharfe Knirschen gleitender Schlittschuhe, erblickten einen verschwommenen, einherhuschenden Schatten und das Aufblitzen eines Schwertes. Sie sahen den Gämmerer fallen, sahen das Blut breit aufs Eis spritzen. Doch während er geheult hatte, übertönte er das sich nähernde Knirschen der Schlittschuhe. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass das Mädchen so schnell wenden könnte. Sie stieß zwischen ihnen hinein, genau in die Mitte. Ola Hasheim versetzte sie beim Vorbeilaufen einen Hieb, flach unters Knie, der ihn wie ein Taschenmesser zusammenklappen ließ. Sie wirbelte in einer Pirouette herum, überschüttete Boreas Moon mit einem Schauer stechender Eissplitter. Skellen sprang zurück. Glitt aus, packte Rions am Ärmel. Beide fielen hin. Die Schlittschuhe knirschten direkt neben ihnen. Spitze, kalte Splitter bissen sie ins Gesicht. Als nächstes fiel ihr ein anderer Gämmerer zum Opfer. Der Uhu wusste, was geschehen war. Er hatte viele Leute gehört, denen die Kehle durchgeschnitten worden war. Ola Hasheim wälzte sich auf dem Eis. Herr Stefan! Herr Stefan! Du bist unsere Hoffnung! Rette uns! Lass uns nicht umkommen! Sie hat mich lahm gemacht! Die Hure! Helft mir, verflucht! Helft mir aufstehen! Bonhard! Bonhard! Zu Hilfe! Wo bist du, du Hundesohn? Bonhard! Sie umkreist uns. Sie läuft im Nebel um uns herum. Schlägt zu und man weiß nicht woher. Der Tod.
Dieses Weibstück ist der Tod. Es gibt ein Massaker. Wie in Dundare. In der Nacht von Sauvine. Haltet euch beisammen! Haltet euch beisammen! Sie macht Jagd auf Einzelne. Wenn ihr sie kommen seht, verliert nicht den Kopf. Werft ihr Schwerter vor die Füße, Rucksäcke, Gürtel, egal was, damit sie... Er sprach nicht zu Ende. Dacre, Silifant und Rience retteten ihr Leben, indem sie sich platt aufs Eis warfen. Boreas Moon konnte wegspringen, glitt aus, brachte Bert Brigton zu Fall. Als das Mädchen vorbeihuschte, holte Skellen aus und warf einen Orion. Er traf, aber den falschen. Ola Haasheim, dem es gerade gelungen war, sich zu erheben, stürzte zuckend auf das blutige Eis. Seine weit aufgerissenen Augen schienen auf den Stahlstern zu schielen, der ihm in der Nasenwurzel steckte. Der letzte von den Gämmerern warf das Schwert fort und begann zu schluchzen, in kurzen, abgehackten Krämpfen. Skellen stürzte zu ihm und schlug ihm mit ganzer Kraft ins Gesicht. Nimm dich zusammen! Nimm dich zusammen, Kerl! Das ist nur ein Mädchen! Nur ein Mädchen! Wie in Dundare. In der Nacht von Sauvine. Wir werden dieses Eis, diesen See nicht mehr verlassen. Lauscht, lauscht. Und ihr hört, wie der Tod auf euch zueilt. Skellen hob das Schwert des Gämmerers auf und versuchte es dem Schluchzenden in die Hand zu drücken. Los, nimm schon! Aber vergeblich. Der von Krämpfen geschüttelte Gämmerer schaute ihn mit stumpfem Blick an. Verdammt! Der Uhu ließ das Schwert los, sprang zu Rience. Er schüttelte ihn an den Schultern. Das Entsetzen verdoppelte seine Kraft. Obwohl Rience größer, schwerer und massiger war, zitterte er im Griff Skellens wie ein Lumpenpüppchen. Mach was, Zauberer! Mach was! Ruf deinen mächtigen Wilgefortz! Oder zaubere selber! Zaubere, sag Sprüche, rufe Geister, beschwöre Dämonen! Mach was! Irgendwas, du dreckiger Abschaum! Du Misthaufen! Mach was, ehe uns dieses Gespenst allesamt umbringt! Der schluchzende Gämmerer fiel auf die Knie und bedeckte das Gesicht mit den Händen. Bert Brigton warf das Schwert weg und wandte sich zur Flucht. Er rutschte aus, fiel hin. Eine Zeit lang floh er auf allen Vieren wie ein Hund. Rios! Der Zauberer hob die Hand. Scheiße! Als er einen Spruch skandierte, zitterte die Hand, der Kopf ebenso. Doch es gelang ihm, allerdings nicht vollständig. Another Telendos! Der aus seinen Fingern zuckende dünne Feuerstrahl durchpflügte das Eis. Die Decke brach. Aber nicht quer, wie sie sollte, um dem herankommenden Mädchen den Weg zu versperren. Sie brach längs. Sie öffnete sich mit lautem Krachen. Schwarzes Wasser sprudelte hervor. Der sich rasch verbreiternde Spalt schoss auf den verblüfft zuschauenden Dacre Silifant zu. Hinlegen! Fliehen! Es war zu spät. Der Spalt lief Silifant zwischen die Füße und dehnte sich heftig. Das Eis zerbrach wie Glas in große Stücke. Dacre verlor das Gleichgewicht. Das Wasser erstickte seinen Aufschrei. In das Loch fiel Boreas Moon.
Unter dem Wasser verschwand der kniende Gämmerer. Es verschwand der Leichnam von Ola Haasheim. Nach ihnen plumpste Rions in das schwarze Nass. Gleich darauf Skellen, dem es im letzten Moment gelang, sich am Rand festzuklammern. Das Mädchen aber stieß sich kräftig ab, sprang über den Spalt, landete, dass das tauende Eis spritzte, eilte dem fliehenden Brigten nach. Sie hatte Brigten eingeholt. Herr! Boreas Moon, dem es wer weiß wie gelungen war, aufs Eis zu kriechen, half dem am Rande des Eislochers hängenden Skellen. Herr! Gebt die Hand, Herr Untersuchungsführer! Herausgezogen, lief Skellen blau an und begann schrecklich zu zittern. Unter Silifant, der herauszukriechen versuchte, brach der Eisrand ab. Er verschwand abermals unter Wasser. Doch er tauchte sofort wieder auf, zog sich mit übermenschlicher Anstrengung aufs Eis. Er kroch heraus und blieb liegen, aufs Äußerste erschöpft. Rings um ihn bildete sich eine Pfütze. Boreas schloss die Augen. Skellen zitterte. Rette mich! Moon! Hilfe! Am Rande der Eistafel, bis zu den Achselhöhlen im Wasser, hing Rions. Die nassen Haare lagen eng am Schädel an. Die Zähne klapperten wie Kastagnetten. Es klang wie die gespenstische Ouvertüre zu einem höllischen Danse macabre. Sie kam heran, langsam. Von ihrem Schwert floss Blut, zeichnete eine Tropfenspur aufs Eis. Obwohl Boreas bis auf die Haut von eisigem Wasser durchnässt war, wurde ihm plötzlich schrecklich heiß. Doch das Mädchen beachtete ihn nicht. Sie schaute Rions an, der vergeblich versuchte, aufs Eis zu gelangen. Hilf mir! Rette mich! Das Mädchen bremste, drehte sich mit tänzerischer Grazie auf den Schlittschuhen herum. Sie stand leicht breitbeinig da, hielt das Schwert mit beiden Händen, tief, quer zu den Hüften. Rions krallte die erstarrenden Finger ins Eis. Rette mich! Rette! Und ich sage dir, wo Yennefer ist, ich schwör's. Das Mädchen zog langsam den Schal vom Gesicht und lächelte. Boreas Moon erblickte die grässliche Narbe und unterdrückte mit Mühe einen Aufschrei. Rions.
Du wolltest mich doch lehren, was Schmerz ist. Weißt du noch? Mit diesen Händen, diesen Fingern, mit diesen, mit denen du dich jetzt am Eis festhältst? Nein, das war ich. Das war ich nicht. Rions antwortete. Boreas verstand das nicht, denn die Zähne des Zauberers klapperten derart, dass artikulierte Sprache unmöglich war. Ciri drehte sich auf den Schlittschuhen um und hob eine Hand mit dem Schwert. Boreas biss die Zähne zusammen, überzeugt, sie werde Rions einen Hieb versetzen. Doch das Mädchen holte nur Schwung zum Laufen. Zur riesigen Verwunderung des Fährtensuchers lief sie weg. Schnell. Beschleunigte mit scharfen Armbewegungen. Sie verschwand im Nebel. Und zieh mich raus! Rions warf beide Arme aufs Eis, versuchte, sich mit den Fingernägeln festzukrallen. Doch alle Nägel waren ihm schon abgebrochen. Er spreizte die Finger und versuchte mit Handflächen und Gelenken auf der blutigen Eisdecke Halt zu finden. Boreas Moon betrachtete ihn und hatte Gewissheit. Eine entsetzliche Gewissheit. Das Knirschen der Schlittschuhe hörten sie im letzten Moment. Das Mädchen kam mit unheimlicher Geschwindigkeit. Sie verschwamm geradezu vor den Augen. Sie lief nahe an dem Eisloch entlang, huschte dicht am Rande vorbei. Der aufschreiende Rions verschluckte sich an dem dichten, eisigen Wasser und verschwand. Am Eisloch, bei der schön glatten Spur der Schlittschuhe, war Blut zu sehen. Und Finger. 8 Finger. Boreas Moon übergab sich aufs Eis. Bonhard galoppierte am Rande des Uferhangs entlang, in irrsinnigem Tempo, ohne sich darum zu kümmern, dass sich das Pferd jeden Augenblick in den schneebedeckten Löchern die Beine brechen konnte. Die vereisten Fichtenzweige schlugen ihm ins Gesicht, peitschten über die Arme, schütteten Eisstaub auf den Kragen. Den See sah er nicht. Der ganze Talkessel war wie ein kochender Hexenkessel von Nebel erfüllt. Doch Bonhard wusste, dass das Mädchen dort war. Er spürte es. Unter dem Eis, weit unten,
folgte ein Schwarm gestreifter Barsche neugierig einem hinabsinkenden, silbernen, faszinierend blinkenden Kästchen, das aus der Tasche eines im Wasser davontreibenden Leichnams geglitten war. Ehe das Kästchen den Grund erreichte und ein Wölkchen Schlamm aufwirbelte, versuchten die mutigsten Barsche sogar, es mit den Schnauzen zu berühren. Doch plötzlich stoben sie entsetzt auseinander. Das Kästchen stieß seltsame, alarmierende Schwingungen aus. Rios, hörst du mich? Was ist bei euch passiert? Warum antwortet ihr seit 2 Tagen nicht? Ich bitte um einen Bericht. Was ist mit dem Mädchen? Ihr dürft nicht zulassen, dass sie den Turm betritt. Hörst du? Lasst nicht zu, dass sie den Schwalbenturm betritt. Rios! Antworte zum Teufel! Rios! Rios war freilich außerstande zu antworten. Der Abhang hörte auf. Das Ufer wurde flach. Das Ende des Sees, dachte Bonhard. Ich bin am Rande. Ich habe dem Mädchen den Weg abgeschnitten. Wo ist sie? Und wo ist dieser verdammte Turm? Der Nebelvorhang riss plötzlich auf, verwehte. Und da erblickte er sie. Sie war direkt vor ihm, saß auf ihrer schwarzen Stute. Eine Zauberin, dachte er. Sie steht in Verbindung mit diesem Tier. Sie hat es ans Ende des Sees geschickt und dort warten lassen. Aber auch das wird ihr nichts nützen. Ich muss sie töten. Zum Teufel mit Wilgefortz. Ich muss sie töten. Zuerst sorge ich dafür, dass sie um ihr Leben fleht. Und dann töte ich sie. Hör! Er gab dem Pferd die Sporen und ging zu einem halsbrecherischen Galopp über. Und plötzlich erkannte er, dass er verloren hatte. Dass sie ihn doch in die Irre geführt hatte. Ihn trennten von ihr keine 150 Schritte, aber auf dünnem Eis. Zudem krümmte sich die Wasserfläche jetzt nach der anderen Seite. Das Mädchen, das entlang der Bogensehne ritt, hatte es bis zum Ende wesentlich näher. Verdammt! Bonhard riss an den Zügeln und lenkte das Pferd aufs Eis. Unter den Hufen der Rappstute spritzte der gefrorene Erdboden. Ciri presste sich an den Hals des Pferdes. Der Anblick des sie verfolgenden Bonhards erfüllte sie mit Grauen. Sie fürchtete diesen Mann. Beim Gedanken, sich ihm zum Kampfe zu stellen, presste ihr eine unsichtbare Faust den Magen zusammen. Nein, sie konnte nicht mit ihm kämpfen. Noch nicht. Der Turm. Retten konnte sie nur der Turm. Und das Portal. So wie auf Tanet,
als der Zauberer Vilgefortz schon ganz nahe war, schon die Hand nach ihr ausstreckte. Die einzige Rettung war der Schwalbenturm. Der Nebel lichtete sich. Ciri zog die Zügel an. Sie fühlte, wie plötzlich ungeheuerliche Hitze sie überflutete. Nein. Sie konnte nicht glauben, was sie sah, was sie vor sich hatte. Nein. Das darf nicht sein. Nein. Bonhard sah es auch. Am Ende des Sees stand kein Turm. Da waren nicht einmal die Ruinen eines Turmes. Da war einfach nichts. Nur ein kaum sichtbares, sich kaum abzeichnendes Hügelchen. Nur ein von kahlen, vereisten Pflanzenstängeln bestandener Steinhaufen. Da hast du deinen Turm! Da hast du deinen magischen Turm! Da hast du deine Rettung! Ein Haufen Steine! Das Mädchen schien nichts zu hören und nichts zu sehen. Sie lenkte die Stute in die Nähe des Hügelchens, zu dem Steinhaufen. Sie hob beide Hände gen Himmel, als verfluche sie den Himmel für das, was ihr widerfahren war. Ich habe dir gesagt, dass du mir gehörst, dass ich mit dir machen werde, was ich will, dass niemand mich daran hindern wird, weder Menschen noch Götter, weder Teufel noch Dämonen, noch ein verwunschener Turm. Mir gehörst du, Hexerin! Bonhard gab seinem Braunen die Sporen. Hör! Der Nebel ballte sich plötzlich zusammen, wirbelte unter den Schlägen eines Windes, der wer weiß woher kam. Der Braune begann zu wiehern und zu tänzeln, bleckte die Zähne an der Gebissstange. Bonhard neigte sich im Sattel herab, zog mit aller Kraft an den Trensen, denn das Pferd tobte, warf den Kopf hin und her, stampfte, glitt auf dem Eis aus. Vor ihm, zwischen ihm und dem Ufer, auf dem Ciri stand, tanzte auf der Eisdecke ein schneeweißes Einhorn, bäumte sich auf, nahm die Haltung ein, die man von Wappenschilden kennt. Ja, komm schon! Der Jäger bekam das Pferd unter Kontrolle. Nicht mit mir solche Tricks! Ich bin nicht mit Zaubern zu schrecken. Ich erwische dich, Ciri. Diesmal werde ich dich töten, Hexerin. Du gehörst mir! Wieder ballte sich Nebel zusammen, nahm seltsame Gestalten an. Die Gestalten wurden immer deutlicher. Es waren Reiter. Die albtraumhaften Silhouetten von Geisterreitern. Bonhard glotzte auf die Kavalkade der Geisterreiter in schwarzen Plattenrüstungen. An ihrer Spitze galoppierte ein Gewappneter, der einen Helm mit spitzen nach oben gerichteten Zacken wie eine Krone trug. Und darunter ein Helmvisier in Form eines Totenschädels. Fort! Fort, Sterblicher!
Sie gehört nicht dir. Sie gehört uns. Fort! Eins konnte man Bonhard nicht absprechen. Mut. Die Geisterreiter vermochten ihn nicht zu ängstigen. Er bezwang das Grauen, gab sich nicht der Panik hin. Komm schon! Doch sein Pferd erwies sich als weniger standhaft. Der braune Hengst bäumte sich auf, begann ballettreif auf den Hinterbeinen zu tänzeln, wieherte wild und sprang. Unter dem Schlag der Hufeisen brach das Eis mit durchdringendem Knacken. Die Schollen stellten sich senkrecht. Das Wasser schoss empor. Das Pferd schlug mit den Hufen auf den vorderen Eisrand, zerschlug ihn. Bonhard riss die Füße aus den Steigbügeln, sprang ab. Zu spät. Das Wasser schloss sich über seinem Kopf. In den Ohren begann es zu hämmern und zu dröhnen wie in einem Glockenturm. Die Lunge drohte zu bersten. Er hatte Glück. Seine um sich tretenden Füße trafen auf etwas. Sicherlich das versinkende Pferd. Er stieß sich ab, tauchte mit Schwung auf. Er packte den Rand des Eisloches. Ohne in Panik zu verfallen, zog er das Messer, hieb es ins Eis, zog sich hinaus. Schwer atmend lag er da. Der See, das Eis, die schneebedeckten Hänge, der schwarze, weiß überzogene Fichtenwald. Alles war auf einen Schlag von einer unnatürlichen, leichenblassen Helligkeit erfüllt. Mit riesiger Anstrengung erhob sich Bonhard auf die Knie. Über dem Horizont flammte der tiefblaue Himmel in einer blendenden Corona von Helligkeit auf. In einer Lichtkuppel, aus der plötzlich feurige Säulen und Spiralen aufragten, tanzende Bündel und Wirbel von Lichtschossen. Am Firmament schwebten die blinkenden, unsteten, sich rasch ändernden Gestalten von Bändern und Draperien. An der Stelle, wo eben noch nichts als ein Hügelchen und ein Steinhaufen gewesen waren, erhob sich ein Turm. Majestätisch, gärtenschlank, glatt, schimmernd, wie aus einem einzigen Basaltblock gehauen. In den wenigen Fenstern flackerte Feuer. In den gezähnten Zinnen der Spitze flammte die Aurora Borealis. Er sah das Mädchen, das sich im Sattel zu ihm umdrehte. Er sah ihre hellen Augen und die von der Linie einer hässlichen Narbe durchzogene Wange. Er sah, wie das Mädchen die schwarze Stute antrieb, wie sie ohne Eile in die Schwärze eintraten, unter den steinernen Bogen des Eingangs, wie sie verschwanden. Die Aurora Borealis explodierte in blendend hellen Feuerwirbeln. Als Bonhard wieder zu sehen begann, waren da keine Geisterreiter mehr. Kein Mädchen. Da war auch kein Turm mehr. Da waren ein verschneites Hügelchen,
ein Haufen Steine. Verdorrte schwarze Pflanzenstängel. Da war keine Ciri. Diese Hexerin, sie gehört mir, nicht euch. Ich verfluche euch, Menschen, Götter, Dämonen, ich verfluche euch. Das Innere des Turmes erinnerte sie sofort an Kaer Morhen. Ein ebenso großer Eingangsbereich hinter dem Torbogen. Eine ebenso gewaltige, von Säulen gestützte Halle. Es war nicht zu verstehen, wie diese Halle im schlanken Obelisken des Turmes Platz fand. Aber Ciri wusste ja, dass der Versuch, das zu analysieren, keinen Sinn hatte. Nicht im Falle eines Turmes, der aus dem Nichts emporgewachsen, dort erschienen war, wo es ihn nicht gegeben hatte. In solch einem Turm war alles möglich, und man durfte sich über nichts wundern. Sie schaute zurück. Sie glaubte nicht, dass Bornhard es gewagt hatte und imstande gewesen war, ihr hierher zu folgen. Doch sie vergewisserte sich lieber. Der Torbogen, durch den sie hereingeritten war, strahlte in einem hellen, unnatürlichen Licht. Kelpies Hufe klapperten über den Boden. Unter den Hufen begann etwas zu knacken. Knochen, Schädel, Schienbeine, Rippen, Oberschenkel, Becken. Sie ritt inmitten eines gigantischen Beinhauses. Kaer Morhen, dachte sie und erinnerte sich. Tote sollen in der Erde begraben werden. Wie lange das her ist. Damals habe ich noch an so etwas geglaubt. An die Majestät des Todes. An die Achtung vor den Toten. Aber der Tod ist einfach nur der Tod. Und ein Toter ist einfach nur ein kalter Leichnam. Es ist nicht wichtig, wo er liegt, wo seine Knochen zerfallen. Sie ritt in die Finsternis hinein, unter Bögen, zwischen Säulen und Statuen. Die Dunkelheit begann wie Rauch zu wogen. Aufdringliches Flüstern, Seufzer, leise Beschwörungen drangen ihr in die Ohren. Vor ihr flammte plötzlich Helligkeit auf, öffneten sich riesige Türen. Sie öffneten sich eine nach der anderen. Türen. Unendlich viele Türen mit schweren Flügeln taten sich vor ihr auf. Die Geometrie der sie umgebenden Wände, Arkaden und Säulen wurde plötzlich gestört. So heftig, dass Ciri ein Schwindel überkam. Es schien ihr, als befinde sie sich im Inneren irgendeines unmöglichen, vielflächigen Körpers, einer Art riesigen Oktaeders. Die Türen öffneten sich weiterhin, aber sie gaben nicht mehr eine einzige Richtung an. Sie eröffneten unendlich viele Richtungen und Möglichkeiten.
Ciri aber begann zu sehen. Eine schwarzhaarige Frau, die ein aschblondes Mädchen an der Hand führt. Das Mädchen fürchtet sich, fürchtet die Dunkelheit, hat Angst vor dem aus der Finsternis heraufdringenden Flüstern. Es entsetzt sie das Klappern von Hufeisen, das sie hört. Auch die schwarzhaarige Frau mit dem von brillanten funkelnden Stern am Halse fürchtet sich. Doch sie lässt es sich nicht anmerken. Sie führt das Mädchen weiter zu seiner Vorherbestimmung. Kelpir geht im Schritt. Die nächste Tür. Jula, die zweite, und Euerneid. In Kurzmänteln, Tornister auf dem Rücken, marschieren auf einer gefrorenen, verschneiten Landstraße. Der Himmel ist tiefblau. Die nächste Tür. Jola, die erste, kniet vor dem Altar. Neben ihr Mutter Nennecke. Beide schauen. Ihre Gesichter sind zu einer Grimasse des Entsetzens verzerrt. Was sehen sie? Vergangenheit oder Zukunft? Wahrheit oder Unwahrheit? Über ihnen beiden, Nennecke und Iola, Hände, die zu einem Segen ausgestreckten Hände einer Frau mit goldenen Augen. Im Halsband der Frau ein Brillant, der wie der Morgenstern strahlt. Auf der Schulter der Frau eine Katze. Über ihrem Kopf ein Falke. Die nächste Tür. Triss Merigold hält ihre schönen roten Haare fest, die von Windstößen zerzaust werden. Vor dem Wind gibt es kein Entkommen. Nichts schützt vor dem Wind. Nicht hier. Nicht auf dem Gipfel der Anhöhe. Auf die Anhöhe schreitet eine lange, endlose Reihe von Schatten, Gestalten. Sie gehen langsam. Manche wenden ihr das Gesicht zu. Bekannte Gesichter. Wesemir, Eskel, Lambert, Cohen, Japen Zigrin und Pauli Dahlberg, Fabio Sachs, Jara, Tessaya de Vries, Gerald. Die nächste Tür. Yennefer, in Ketten geschlagen, an die vor Nässe triefende Wand eines Verlieses gefesselt. Ihre Hände sind eine einzige Masse geronnenen Blutes. Die schwarzen Haare sind verfilzt und beschmutzt, die Lippen aufgeschlagen und geschwollen. Doch in den veilchenblauen Augen ist der Wille zu Kampf und Widerstand noch immer nicht erloschen. Mama! Halte durch! Halte aus! Ich komme dir zu Hilfe! Ah.
Die nächste Tür. Ciri wendet den Kopf ab. Vor Bedauern. Und Peinlichkeit. Geralt und eine grünäugige Frau mit schwarzen, kurzgeschnittenen Haaren. Beide nackt. Miteinander beschäftigt. Ineinander aufgehend. In der einander gespendeten Lust. Ciri gewinnt die Beherrschung über das die Kehle zusammenpressende Adrenalin, treibt Kelpir voran. Komm weiter, Kelpir. Die nächste Tür. Sei gegrüßt, Ciri. Wieso Gotha? Ich wusste, dass es dir gelingen wird, tüchtiges Fräulein. Meine tapfere Schwalbe. Hast du es ohne Schaden überstanden? Ich habe sie besiegt. Auf dem Eis. Ich hatte eine Überraschung für sie. Die Schlittschuhe deiner Tochter. Ich dachte an seelischen Schaden. Ich habe die Rache zurückgehalten. Ich habe nicht alle getötet. Ich habe den Uhu nicht getötet. Obwohl er es war, der mich verletzt und entstellt hat. Ich habe mich beherrscht. Ich wusste, dass du siegen würdest, Zirael. Und dass du den Turm betrittst. Ich hatte ja davon gelesen. Denn das ist schon beschrieben worden. Das alles ist schon beschrieben worden. Weißt du, was ein Studium einbringt? Die Fähigkeit, sich der Quellen zu bedienen. Wie kann das sein, dass wir miteinander sprechen, Visogotha? Bist du... Ja, Ciri. Ich bin gestorben. Ach, unwichtig. Wichtiger ist, was ich erfahren habe, was ich herausgefunden habe. Ich weiß schon, wo diese verlorenen Tage hingeraten sind, was in der Wüste Korath geschehen ist, auf welche Weise du den Verfolgern aus den Augen verschwunden bist. Und auf welche Weise ich hierher gekommen bin, in diesen Turm, ja? Das ältere Blut, das in deinen Adern fließt, gibt dir Macht über die Zeit. Und über den Raum, über Dimensionen und Sphären. Du bist jetzt die Herrin der Welten, Ciri. Du hast eine mächtige Kraft. Erlaube nicht, dass Verbrecher und Nichtswürdige sie dir wegnehmen und für die eigenen Zwecke missbrauchen. Ich werde es nicht erlauben. Ich wünsche dir alles Glück dieser Welt, Ciri. Finde deine Nächsten. Finde deine Eltern. Das werde ich, Visogotha. Leb wohl, Schwalbe. Leb wohl, alter Rabe. Die nächste Tür. Helligkeit. Blendende Helligkeit. Und der durchdringende Duft von Blumen. Auf dem See lag Dunst, leicht wie Flaum, der rasch vom Winde verweht wurde. Die Oberfläche des Wassers war glatt wie ein Spiegel,
Auf den grünen Teppichen der flachen Seelilien prangten weiße Blüten. Die Ufer versanken in Grün und in Blumen. Es war warm. Es war Frühling. Ciri wunderte sich nicht. Wer hätte sich wundern können? Denn jetzt war ja alles möglich. November, Eis, Schnee, gefrorener Boden, der Steinhaufen auf dem von kahlen Stängeln bestandenen Hügelchen. Das war dort. Doch hier spiegelte sich der gärtenschlanke Basaltturm mit den gezähnten Zinnen an der Spitze im grünen, von Seerosen übersäten Wasser des Sees. Hier war Mai. Denn im Mai blühen ja die wilde Rose und die Traubenkirsche. Jemand in der Nähe spielte auf einer Schalmei oder einer Flöte. Am Ufer des Sees standen, die Vorderfüße im Wasser, zwei schneeweiße Pferde. Kelpje schnaubte, schlug mit dem Huf auf den Felsen. Da hoben die Pferde die Köpfe und die von Wasser triefenden Nüstern. Und Ciri sah, dass es keine Pferde waren, sondern Einhörner. Oh. Ciri war nicht erstaunt. Sie hatte vor Bewunderung geseufzt, nicht vor Erstaunen. Die Melodie war immer deutlicher zu hören. Sie kam hinter den mit weißen Blüten besetzten Traubenkirschenbüschen hervor. Kelpje ging von selbst, ohne jede Aufforderung in jene Richtung. Ciri schluckte. Beide Einhörner, reglos wie Statuen, schauten sie an. Sie spiegelten sich auf der glatten Wasserfläche. Hinter den Traubenkirschen saß auf einem runden Stein ein hellhaariger Elf mit dreieckigem Gesicht und riesigen, mandelförmigen Augen. Er spielte, ließ die Finger geschickt über die Löcher der Flöte tanzen. Obwohl er Ciri und Kelpje sah, obwohl er sie anschaute, hörte er nicht auf zu spielen. Die kleinen weißen Blüten dufteten. Traubenkirschen mit so intensivem Geruch waren Ciri im Leben noch nicht begegnet. Kein Wunder, dachte sie ganz nüchtern. In der Welt, in der ich bisher gelebt habe, riechen die Traubenkirschen einfach anders. Denn in jener Welt ist alles anders. Der Elf beendete die Melodie, setzte die Flöte ab, stand auf. Warum so lange? Was hat dich aufgehalten?